Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Wir kümmern uns immer noch um die Karte des Monats, also den Schlachtenvogt der Dämmerung. Und da möchte ich ein weiteres Deck präsentieren, und zwar ist es mein Battle Reef Mage Deck. Da gehe ich jetzt auf einzelne Karten ein, welche Kombinationen wiederum möglich sind. Hier haben wir zum einen den leichten Schutz. Das ist sehr flexibel einsetzbar. Und zwar kannst du Kreaturen, die einfach mal beschützt werden sollen, einen Schutzzauber verleihen. Oder Kreaturen, ich sag jetzt mal lieber Einheiten-Kreaturen, das ist ja keine Kreatur, das ist ein Elf. Wenn wir Einheiten einmal beschützen wollen oder einmal buffen lassen wollen vom Schlachtenvogt, denn wer die Karte noch nicht kennt, bei Beschwörung bekommen verbündete Kreaturen 1-1 für jedes Schlüsselwort, das sie besitzen. Das heißt, wenn wir die Einheit mit leichtem Schutz ausrüsten, würde die 1-1 zusätzlich bekommen. Also mehr buffbar. Außerdem ist das eine prima Kombination mit der Dolchsturzmagierin, denn sie hat von sich aus schon einen Schutzzauber. Wenn sie den aber verliert, kotzt sie noch so eine foliante Veränderung aus. Also ist es ein Buch, mit dem du eine Einheit verstärken kannst, wodurch du noch eine Karte nachziehst. Und wenn sie ihren Schutzzauber verliert, können wir eben noch einen Schutzzauber geben. So, dann haben wir die Septimwache. Ist auch ziemlich cool, denn die kostet ja nur 0 Magicka und hat von Natur aus bereits Wächter. Das wäre eine prima Kombination, habe ich mir gedacht, mit dem Schlachtenvogt der Dämmerung. Da haust du erstmal den... Da ist er doch. Die Septimwache raus, kostet dich also nichts. Kannst du in der 6. Magicka-Runde bereits tun. Und dann noch den Schlachtenvogt der Dämmerung raushauen und dann würde die 2-3 haben, die Karte. Und das für 0 Magicka. Doch schon mal was wert. Der Sapeur, der hat von Natur aus einen Zug, würde also auch gebufft werden um 1-1 und würde dann dementsprechend mehr Schaden machen und kostet wie gesagt nur ein Magicka, also auch wirklich gut. Da können wir von Anfang an so ein bisschen Druck machen. Feuerblitz, da können wir die Kontrolle bewahren auf dem Schlachtfeld und der Immerfortvogt, der darf bei so einem Deck natürlich nicht fehlen. Der hat sogar 2 Schlüsselwörter, was super praktisch ist. Denn er würde dann 2-2 dazu bekommen. Der mörderische Hunger. Wenn wir ihn beschwören, bekommt er einen Zug, wenn sich eine gegnerische Kreatur in dieser Reihe befindet. Den würde ich empfehlen, auf der Schattenseite zu spielen. Da macht er am meisten Sinn, weil mit einem Leben überlebt er natürlich nicht lange. Seelenspalter. Kreaturen, die kurz vorm Abnibbeln sind, können wir damit einfach mal spalten wie so ein Split-Bieber. Und dann einfach mal 3-2er beschwören. Und wenn wir... Leute, Moment. Wir machen eine spontane Änderung. Und zwar nämlich einen Auridin Paladin raus. Und stattdessen mache ich einen Mundostein rein. So schaut's aus, Leute. So schaut's aus. Spontane Änderung. Dann machen wir so. Und zwar... Wenn wir einen Mundusstein bereits auf dem Feld haben, würden die auch nochmal zusätzlich gebufft werden durch ihn. Denn er verleiht jeder Kreatur, die beschwören wird, ein zufälliges Schlüsselwort. Das ist doch schon mal richtig cool. So, dann Weisheit der Ahnen darf hier auch auf keinen Fall fehlen. Ist einmal eine Prophezeiung und der Effekt, gib jeder verbündeten Kreatur ein zufälliges Schlüsselwort. Und dadurch, dass wir doch recht viele kleine Kreaturen oder Einheiten haben, wird unser Board sich doch ganz gut füllen können. Und die können wir dann großzügig mit dem Weisheit der Ahnen beschmeißen. Und die bekommen dann ein zufälliges Schlüsselwort, woraufhin wir wieder die höher buffen können. Dolchsturzmagier habe ich ja schon erklärt. Der Ostmarsch Glaubenkrieger, da können wir einfach mal... Das ist eine solide Karte, da können wir Karten nachziehen. Und die werden wir brauchen, weil wir werden ja raushauen wie große. Und der Aurinon Paladin, da reichen schon 2 Stück aus. Er bekommt Entzug, wenn wir eine... Zauberkarte einsetzen, also eine Aktionskarte, wie zum Beispiel den Feuerblitz, dann können wir ihm Entzug verleihen und Leben zurückgewinnen. Dann haben wir Blitz als Prophezeiung, um einfach mal das Board sauber zu halten oder den letzten nötigen Schaden auszuteilen. Die kaiserliche Verstärkung wäre auch optimal kombinierbar, zum Beispiel mit der königlichen Weisen. Denn wenn wir mehr Gesundheit haben, gibt sie jeder verbündeten Kreatur ein zufälliges Schlüsselwort. Und wenn wir vorher die kaiserliche Verstärkung natürlich draußen haben, würden die alle ein zufälliges Schlüsselwort bekommen. Woraufhin wir die, die jetzt alle ein Schlüsselwort besitzen, auch in der nächsten Runde dann mit dem Schlachtenvogt buffen können. Und dann haben die
1-1 mehr. So, dann der Mundostein, das habe ich auch bereits erklärt. Eine gute Karte für das Deck, finde ich. Dann der Schwarmverteidiger, der hat bereits Wächter, kann also auch wieder hochgebufft werden und ist für 4 Magier mit 3-6 richtig, richtig geile Spiele, so gerne aus. Und die Iron oder Iran, das türkische Milchgetränk. Ziehe eine zufällige Aktion aus deinem Ablagestapel. Deine Aktionen kosten 1 weniger. Sehr mächtige Karte, finde ich richtig cool. Dann können wir einen Seelenspalter zurückbekommen oder einen Weisheit der Ahnen, was natürlich sehr, sehr viel Sachen machen kann. Oder einen Blitz oder einen Eissturm. Also da haben wir sehr viele Möglichkeiten. Und die anderen kosten natürlich weniger. Dementsprechend können wir die für lau raushauen. Wie einen Feuerblitz zum Beispiel. Durchdringender Speer, Prophezeiung, vernichte eine Kreatur, eine beliebige Kreatur, darf nicht fehlen. Und der Huffinger Marodeur, wenn eine verbündete Kreatur eine gegnerische Rune vernichtet, rüste sie mit einem zufälligen Gegenstand aus. Wir haben viele kleine Kreaturen, wir sind sehr offensiv am Start. Das heißt, den können wir da ganz gut anbringen und wenn wir da viele Kreaturen auf dem Schlachtfeld haben und die jeweils eine Rune brechen könnten, wenigstens zwei davon, bekommen die jeweils noch einen Gegenstand und das ist sehr mächtig. Der Ring des Mentors, +3/+3 bei Beschwörung, gibt jeder anderen verbündeten Kreatur ein Schlüsselwort dieser Kreatur. Wenn wir also den Ring des Mentors an einen Immerfortvogt verzeihen, der Bock, kommen alle anderen Kreaturen Schutzzauber und Wächter. Und also gleich zwei, das ist richtig stark. So, Eissturm, falls es mal brenzlig wird, können wir allen drei Schaden zufügen, falls der Gegner einfach schneller ist als wir. Und die Golden Heilige. Ich gehe davon aus, dass wir die meiste Zeit mehr Leben haben werden als der Gegner. Also haben wir dann noch die Golden Heilige, die einfach mal eine Kopie von sich erstellt. Die hat auch Wächter, ist also buffbar. Und zu guter Letzt, der Schlachtenfunk der Dämmerung darf natürlich auch nicht fehlen. Jo, so viel zu dem Deck, die kleinen anderen Kombinationen, die werde ich dann einfach auf dem Schlachtfeld zeigen, falls mir dann auch dementsprechend gelingen. Freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall. Wir springen direkt aufs Schlachtfeld, bis gleich. Versuchen wir unser mal Glück. Unser mal Glück. Deutsches Blache, Svelles Blache. Versuchen wir unser Glück. Okay, dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht. Vielleicht brauchen wir dich doch. Okay, dich brauchen wir doch. Kannst ruhig bleiben. Okay, sehr gut. Yay. Kommen wir raus? Wir wollen von Anfang an extrem die Kreaturen raushauen, damit wir einfach Bedrohung aufbauen. Das soll unser Ziel sein. Was haben wir denn hier? Das macht er auch. Nehmt es nicht persönlich. Wir wollen Action. Wie lauten so eure Absichten? Kommen wir raus. Alles, was keine Miete zahlt, aus der Hand. Hoffen wir mal, dass der keine zieht. Aber natürlich zieht er. Wie wäre es denn, wenn nicht? Das geht doch nicht. Doch Quatsch. Okay. Okay. Die hier könnten wir nicht töten. Nehmt es nicht persönlich. Aber darauf kommt es jetzt auch gerade nicht an. Nicht. Wir brauchen aber hier weiterhin Bedrohung, auch wenn wir jetzt keine Karte nachziehen. Wir müssen erstmal Damage machen. Er muss jetzt erstmal damit klarkommen. Er wird jetzt seinen Feuerblitz raushauen und die Karte schon mal töten. Wir können dann aber auch unseren Feuerblitz raushauen. Schon werden wir dann auf einem gleichen. Mein Freund hier möchte Hallo sagen. So, dem könnten wir ein zufälliges Schlüsselwort verleihen. Noch ein zusätzliches. Oder wir spalten ihn einfach. Das wäre auch eine Möglichkeit. Nehmt es nicht persönlich. So, wir spalten ihn. Und töten die hier.
Denn die kommt an ihm nicht so gut vorbei. Und wir haben auf jeden Fall mehr Leben als er. Dann werden wir die königliche Weise im nächsten Zug rechts spielen. Seid wachsam! Fangen wir also an. Galeon Kaffen! Oder vielleicht doch den Feuerblitz. Okay, die Reihe ist tot. Wie ich sehe, benötigt ihr meine Weisheit. Da macht er Sachen. Da macht er mir zu viele Sachen. So, wir gehen rein. So, jetzt hat sie einen Schutzzauber. Das heißt, wenn wir in der nächsten Runde den Schlachtenvogt spielen, dann würden beide hier gebufft werden. Der tötet die jetzt? Doch nicht. Okay. Nicht aufgeben! Davon gibt es noch mehr. Okay, der will in der nächsten Runde die Seite hier aufhalten. So, wir spielen den Schlachtenvogt. Die würden jetzt gebufft werden. Bam. Und der Schlachten... Vogt hat es gut getan. So, wir gehen weiterhin brutal ins Gesicht. Greifen erstmal mit ihr an. So, wenn er jetzt nämlich einen, wie heißt das, genau, Blitz hat, dann kann er sie nicht direkt töten. Das war der Plan und der Plan ist aufgegangen. So, wir sind immer noch heftig am Start. Dann mal los. Jawohl, da haben wir Glück gehabt. Das bringt ihm auch nichts. Okay. Der hat aber Möglichkeiten. Der hat mir leider zu viele Möglichkeiten. Davon gibt es noch mehr. Jawohl, ja. Weg damit. Wir hätten auch die hier weghauen können, aber die haut sich in der nächsten Runde selbst weg. So, wir könnten noch einmal den Schlachtenvogt spielen. Und die noch einmal buffen. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Obwohl ich die gerne auch in der nächsten Runde spielen würde. Was wahrscheinlich cleverer wäre. Machen wir so. Da können wir in der nächsten Runde zwei Kreaturen buffen und mit dem Feuerblitz den Sack zumachen. Na, das klingt doch nach einem Plan. So, ich bin gespannt, ob er was dagegen tun kann. Gegen die krasse Offensive. So, der hat jetzt nämlich einen Zug bekommen, dadurch, dass er eine gegnerische Kreatur auf der anderen Seite hat. Der Lacker. Der Lacker, damit komme ich da nämlich nicht so leicht durch, oder doch? Oder doch? Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir könnten das hier zerstören und 8 Schaden machen. Dann hätten wir nämlich es eigentlich ziemlich einfach mit Blitz den Sack zuzumachen. Oder wir spielen den Schlachtenvogt, töten, machen 5 Schaden. Nee. Das ist dann doch cleverer. Greifen wir erst an. Und hier auch.
So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Blitz an den Mann zu bringen. Und dann war's das für ihn. Wenn er sich nicht unbedingt heilt. Was ich mir jetzt bei dem Deck nicht vorstellen kann. Ja, alles vollkommen cool. Vollkommen cool. Und raus damit. Tada! Okay, cool, Leute. Jetzt haben wir den Schlachtenvogt endlich mal einsetzen können. Perfekt. Springen wir doch direkt ins nächste. So, Leute, sind wir auch schon. Im letzten Spiel waren wir ja ganz erfolgreich. War zwar knapp, aber Sieg ist Sieg. Diese Teamwache, das könnten wir für den Anfang eigentlich lassen. Jawohl, der Schwarmverteidiger am Anfang ist immer gut. Damit können wir schon mal Sachen anfangen. Und der Schlachtenvogt ist auch von Anfang an dabei. Wie gesagt, Glück, die Kombination mit der Septimwache ist super. So, den können wir spalten, das ist schon mal cool. Den können wir schon mal spalten. Und haben gleich mal zwei Kreaturen auf jeder Seite. Von Anfang an sind wir aggro, Leute. Das musste natürlich sein. Das musste sein. So, das dauert noch ein bisschen, bis wir uns da groß verteidigen können. Wir machen aber sowas hier. Er wird natürlich die hier auslöschen. Aber wir werden uns dann auch rechts verteidigen. Mit dem Schwarmverteidiger. Und dann holen wir uns unsere... Oh, jetzt hat er zwei Stück davon. Dann holen wir unseren Seelenspalter wieder. Und können noch weiterhin spalten. Da hat er echt so ein Luck. Ganz ehrlich, das ist Luck. Nehmt es nicht persönlich. Machen wir so. Verteidigen wir uns mal. Obwohl ich hier den auch rechts spielen kann. Das wäre eigentlich auch in Ordnung gewesen. Damit wir auch mal ein bisschen Schaden fressen. Jetzt habe ich euch. Nehmt es nicht persönlich. Holen wir ein bisschen Leben. Dann spielen wir die Iron rechts. So, dann bekommen wir unseren Seelenspalter wieder. Und könnten in der nächsten Runde schon mal einige Sachen mehr machen. Wir haben mehr Leben als er, also könnten wir die Königliche Weise spielen. Aber das, da hält er nichts von. Da hält er nichts von. Lass die Königliche Weise spielen, dann kriegt er zwei Stück. Wir könnten natürlich so einen Schlachtenvogt spielen, dann bekommt er mehr Angriff und Verteidigung. Wir könnten ihn aber auch erst spalten und dann... Ja, das wäre, glaube ich, cleverer. Nehmt es nicht persönlich. Das wäre cleverer. Obwohl... Ja, doch. Das wäre cleverer. Nehmt es nicht persönlich. Spalten. Und dann die Königliche Weise. Da sind wir auf jeden Fall bedrohlicher. Und hier nochmal Sturmangriff raus. Die hat nochmal tödlich bekommen, das ist schon mal gut. Und dann könnten wir in der nächsten Runde noch einmal die Königliche Weise ausspielen. Oder eben auch den Schlachtenvogt, dann werden die allgemein stärker. Ist mir auch nicht schlecht. Ich glaube, ich spiele den Schlachtenvogt. Oder auch nicht. Also der hat echt viel, muss ich sagen. Der hat echt viel. So, wieder spalten. Dann die Königliche Weise. Geben wir den wieder.
ein paar Schlüsselwörter. Diesmal Schutzzauber regenerieren ist jetzt nicht so toll, aber wenigstens sind die im Schutz. Und der hat nochmal Schutzzauber bekommen. Das ist richtig geil. Und wenn die jetzt überleben, können wir den Schlachtenvogt der Dämmerung endlich da einsetzen. Effektiv einsetzen auch. Jetzt haben wir nicht viele. Karten auf der Hand. Wir könnten auch eine geile Kombination mit der Weisheit da anmachen. Das mache ich auch eher wahrscheinlich. Der Typ richtet mich auf. Wirklich, der Typ richtet mich auf. Okay, verpassen wir den noch ein Schlüsselwort. Jetzt hat die 2 und die hat auch 2, also würden die jeweils 2 Stück dazu bekommen. Jetzt könnten wir ihr noch ein Schutzschild, macht jetzt weniger Sinn. Machen wir das so. Meine Truppen sind die besten auf den Inseln. Machen wir das so. Ansonsten nochmal, Schutzschild würde wahrscheinlich gar nicht gehen. Das habe ich jetzt auch so noch nicht getestet. Gucken wir mal. Bam! Wir könnten jetzt ihr nochmal leichten Schutz geben. Genau, wieso auch nicht. Dann könnte die das auch noch überleben. Yep. Dann haben wir eine höhere Chance, dass wir in der nächsten Runde den Typen fertig machen. Hackfleisch. Oh, wir haben keinen untoten Dude. Doch, haben wir? War das ein Untoter? Bin ich jetzt blöd oder was? Oh, stimmt. Wir mal Licht in ein die Geist ist ein Untoter. Wer hat denn damit bitte gerechnet? Aber wir haben es gerissen. Magnus, wer hat damit gerechnet? Okay, machen wir es kurz und schmerzlos. Ein Geist, oh wie, dass er das Schwert noch hat, ey. Krass. Okay, Leute, coole Sache. Wir springen direkt ins nächste. Okay, Leute, Concentration Station. Das letzte Duell war ein Vorzeigeduell für den Schlachtenvogt. Können wir erstmal wegtun. Der Sapeur können wir lassen. Also das war richtig, richtig gut. Da haben wir das volle Potenzial vom Schlachtenvogt gesehen. Genauso muss man das Deck spielen. Okay. Tauen wir raus. Das hat auch immer voll gut gepasst mit dem Spalten. Das war ganz cool. Damit haben wir ihm so ein bisschen keine Ruhe gelassen. Hier möchte Hallo sagen. So, der Glaubenskrieger, das wäre so eine ziemliche Verschwendung, glaube ich. Das wäre eine ziemliche Verschwendung. Nehmt es nicht persönlich. Wir wollen ja immerhin immer noch eine Karte nachziehen. Und hier können wir, ja, bauen wir noch ein bisschen Schutz auf. Dann stirbt die für lau. Dann könnten wir eventuell noch ein bisschen Schaden reinkriegen, dass wir den spielen. Natürlich jetzt nicht in der nächsten Runde, ist klar. Da könnten wir mit dem Auridon-Paladin um die Ecke kommen und damit noch ein bisschen Sachen machen. Klar, dass er reingeht. Aber das war gerade so schön on curve. Aber wir haben ja zum Glück noch ein paar davon. Kommen wir rein, haben wir rein. Und jetzt spielen wir den Auridon-Paladin und bedrohen ihn mal von rechts. Da soll der Damage herkommen. Weil da kann er jetzt... Jetzt muss er eben ranglotzen, ne? Da können wir die immer noch entfernen, falls wir lustig sind oder uns dementsprechend verteidigen. Okay. Eine Zauberkarte haben wir leider nicht, aber wir haben sowas hier. Besser als eine Zauberkarte. Durchbrechen und Wächter, durchbrechen. Also nichts Gescheites dabei, Leute. Nur Rotze bekommen. Deswegen stirbt er da auch ziemlich leicht. Lasst mich eure Last mindern. Also ist es halt.
erzürnt mich nicht. So ist es dann halt. Aber gut, wir haben jetzt mal eine Rune aufbrechen können. Dann können wir da noch eine Karte nachziehen. Der wird krepieren, also werden wir da ruhig auch eine ausspielen können. Eissturm wäre halt auch so eine Sache, wovor ich mich so ein bisschen fürchte. Aber damit könnten wir noch klarkommen. So, jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab. That's gear. Haha. Okay. Wir könnten hier so eine lustige Kombination machen. Vielleicht kriegen die dann was Gescheites. Schutzzauber zum Beispiel. Oder wir könnten uns auch verteidigen. Oder die Sachen hier machen. Was nachzuziehen wäre wahrscheinlich cleverer. Wir halten durch, komme was wolle. Immerhin können wir uns da ganz gut verteidigen. Nicht persönlich. Und gehen da auch direkt da rein. Und verteidigen uns mit dem Immerfortvogt. Der Vorzeigekarte. Da muss er reingehen, ist klar. Und falls er da nichts gegen hat, müsste er da jetzt noch reingehen. Okay, da hat er was. Gut, das wird schwierig, da vorbeizukommen. Die können wir auf jeden Fall killen. Verschissel, Madesel. Machen wir mal sowas hier. Wie ich sehe, benötigt ihr meine Die bekommen Weisheit. Wächter. Dein Ernst. Aber gut, bauen wir jetzt hier die Bedrohung auf und gehen hier rein. Bleibt uns ja im Großen und Ganzen nichts anderes übrig. Da haben wir jetzt eben links die Bedrohung nach links verlagert und können dann 5 Schaden machen, wenn er uns lässt. Und verteidigen ebenfalls nötig. Hier bin ich eigentlich schon ganz froh, wenn er mal auch ins Gesicht geht. Da muss er mit sowas um die Ecke kommen. Muss er ja. Aber gut, das können wir auch. Greifen wir erstmal mit dem Schwächeren an, dann ploppt das nicht auf. Und jetzt können wir weiter ins Gesicht gehen. Babam, jetzt hat er nur noch 12. Leider nicht genug Magiker, um den Schwarmverteidiger zu spielen. Das wäre toll. Wenn er hier jetzt noch angreift und uns ein bisschen was beschert, wäre super. Aber das macht er nicht, der haut jetzt lieber das Board voll. Schlachtenvogt. Damit können wir auf jeden Fall Sachen machen. Machen wir so. Also die Karte rockt schon ziemlich. Wir ballern erstmal die hier weg, denn die macht jetzt nicht so viel. Die könnte sich halt darum dann kümmern, das ist ein bisschen doof, ne? Wieder haben wir nicht genug Magiker für den. Der wäre so der optimale Schutz. Wir könnten aber auch erstmal die hier weghauen. Die hier weghauen, dann würden alle erstmal überleben, falls er nichts hat. Aber dann haben wir immer noch, falls er irgendwas killt, eine ziemlich hohe Mauer. Gut, dann verzichten wir eben auf ihn hier. Verzichten wir eben auf ihn. Hauptsache die hier überlebt. Aber die große Mauer, die wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich möchte ja weiterhin Damage machen.
Und wenn alle Stricke reißen, können wir uns immer noch hier verteidigen. Der kann ja nicht ständig irgendeine Aktionskarte haben, die er zufällig wirklich gegen unsere Kreatur einsetzen kann. Hoffen wir mal, dass er nicht so viel Glück hat. Nicht aufgeben! So, dass er die killt, war klar. Oh, das ist jetzt richtig schlecht. Das ist jetzt richtig, richtig schlecht. Gucken wir mal, ob wir mehr Damage machen können als er. Kommen wir hier raus. Jetzt die Frage, er macht 7, dann hat er wieder 14. Wir können 8 und 6. Machen wir so. Er kann sich da ein bisschen Leben zurückholen. Das wird er auch tun. Dadurch werden aber unsere Runen aufploppen. Das ist schon mal richtig geil. Und eventuell könnten wir da durchbrechen. Weil wenn ich mich jetzt hier verteidigt hätte, hätte es überhaupt nichts gebracht. Ich meine, der wäre immer noch am Leben. Und könnte trotzdem weiterhin angreifen. Okay. Weiter rein. Dann natürlich weiter hier rein. Machen wir so. Gucken wir mal, jawohl. Jetzt sowas hier, dann sowas hier. Eure Befehle? Machen wir alles voll. Jetzt wird das schwierig haben, außer er hat Eissturm, dann wird es sehr gefährlich. Das würde sehr, sehr gefährlich werden. Deswegen würde ich gerne dem hier leichten Schutz geben. Vielleicht überlebt er dann auch. Hallo, Schnucki, hallo. Hallo. Meine Freundin ist gerade von der Schule gekommen. Von der Oberschule, okay? Ist ein großes Mädchen. Okay, der verschafft sich natürlich wieder Leben. Das Gute ist, was wir machen können. Jetzt die Frage, wir haben genug auf dem Board, um richtig, richtig Schaden zu machen. Sollten wir jetzt gucken, also wie viel hat er denn? 5, 6, oh, das wird zu gefährlich, deswegen. Ich meine, da kommt er sowieso nicht durch, aber das wäre zu gefährlich, ich kill dann doch lieber die stärkste von denen. Damit er nicht zu viel Damage machen kann, weil sonst kommt er um die Ecke mit einem Blitz und dann bin ich tot. Und dann wäre die ganze Arbeit, die wir uns jetzt gesetzt haben, umsonst und das wäre scheiße. Wir haben ein richtig geiles Board. Und der ist uns hoffnungslos ausgeliefert, wenn er jetzt nicht unbedingt Eissturm hat oder sowas. Aber bei Eissturm habe ich auch schon mitgedacht. Deswegen habe ich ihm ja Schutzzauber gegeben, dann krepiert er auch nicht sofort. Und kann uns dann wieder ein bisschen Leben geben, falls es drauf ankommt. Die würde überleben, der würde überleben, der würde überleben. Obwohl der da reingehen würde, dann würde es natürlich nicht überleben. Und die würden alle sterben. Hat er wallig genug oder was? So gut gemacht. Hat er nicht? Erkämpfter Sieg. Hat er nicht? Mein Kampf. Jawohl, Leute! Bam, wir haben es geschafft. Ich hätte natürlich erst dann mit dem Entzugstyp hier angegriffen, damit es rockt. Okay, Leute. Bis zum Endscreen. Okay Leute, ihr habt gesehen, das Deck ist ziemlich erfolgreich und macht auch echt Spaß mit den Schlüsselwörtern da rumzuspielen, vor allem den Schlachtenvogt einzusetzen. Den konnte ich jetzt zum Glück ziemlich oft einsetzen, das hat mich jetzt mega, mega gefreut. Ich habe noch einen Guide erstellt, einfach mal auf die Seite gucken, einfach mal bis zum Schluss warten. Guckt da mal in diesem Guide vorbei, der hat auch was mit dem Schlachtenvogt zu tun, ist auch richtig cool. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Die nächsten Tage kommen dann noch mehr Guides mit dem Schlachtenvogt. Den lutschen wir richtig aus.
Okay, den schlachten wir aus, sagen wir es mal so. Okay, Leute, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.